Okay, heute in der chaotischen Viertelstunde habe ich mal wieder, muss ich sagen, das Thema spezielle Relativitätstheorie ausgesucht. Ich sage deshalb mal wieder, weil ich vor vielen Jahren, schon mal eine chaotische Viertelstunde auf diesem Thema gehalten habe. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern. Und es war aber damals so, dass ich sowohl von der Theorie ein bisschen weniger Ahnung hatte als heute, als auch davon, wie man gute Vorträge hält. Insofern war der Vortrag eher schlecht aus heutiger Sicht. Ziemlich schlecht. Und deshalb habe ich, und vor allem, weil in der Zwischenzeit ziemlich viele neue Leute da sind, habe ich mir gedacht, es lohnt sich, wenn ich das Thema nochmal aufgreife, vor allem, weil ich heute weil ich heute der Meinung bin, eine Darstellung des Themas gefunden zu haben, die ein bisschen leichter nachzuvollziehen ist als letztes Mal. Ich fange diesen Vortrag auch wieder mal mit einer Frage ans Publikum an, nämlich wer würde denn sagen, dass er eine ganz grobe Idee hat oder sich schon mal befasst hat mit der ART in irgendeiner Form, mit der SRT. Sorry. Das sind ziemlich wenige. Ich frage das deshalb, weil die Aussagen der ART, der SRT, sorry, sind, wenn man sie das erste Mal hört, ein bisschen sehr, sehr starker Tobak, würde ich sagen. Es gibt so diesen Ausspruch von irgendeinem namhaften Physiker, allerdings nicht zur SRT, sondern zur Quantentheorie. Der hat mal gesagt, dass jeder, der nicht über die Quantentheorie verwundert ist, sie nicht verstanden haben kann. Und so ein bisschen trifft es auch auf die SRT zu. Aber ich versuche zumindest das so ein bisschen, es auf die am wenigsten verwirrende Art und Weise rüberzubringen, was die SRT letztendlich aussagt und was die Konsequenzen daraus sind. Okay, aber ich fange erstmal an mit ein paar Eckdaten. Nämlich, was ist diese Theorie überhaupt und in welchem Kontext tritt sie auf in der Physik? Und dazu ist zunächst zu sagen, dass die SRT eine Theorie ist über die Bewegung von Körpern. Das ist quasi sowas wie die Newton'sche klassische Mechanik, falls ihr davon schon mal gehört habt. Nur nochmal in neu, sozusagen. Also Theorie bewegter Körper und außerdem auch noch, was die Newton'sche Mechanik noch nicht geliefert hat, eine Beschreibung von der Bewegung von Feldern. Was auch immer das jetzt bedeuten mag, aber das klammere ich jetzt hier mal ein. Genau, und diese Theorie wurde von Einstein im Jahr 1905 aufgestellt. Einstein war halt einfach ein bisschen langweilig und da hat er mal was Neues entwickelt. Die Newton'sche Mechanik wird halt auch irgendwann einfach langweilig. Also in Wirklichkeit ist es so, dass Einstein sich dazu veranlasst sah, aufgrund von bestimmten experimentellen Erkenntnissen der damaligen Zeit, auf die ich auch noch kurz zu sprechen kommen werde, die Grundkonzepte nicht nur der Mechanik, sondern im Grunde auch des Raumes und der Zeit, also der beiden Grundobjekte, die man in der Mechanik als gegeben vorausgesetzt hat davor, nochmal zu verändern. Und verändern ist ein bisschen untertrieben, es ist eigentlich eine Revolutionierung der Sichtweise, die bisher bestand. Okay, Leute, die ein bisschen mehr Ahnung auf mathematischer Ebene von Physik haben, denen sei noch dazu gesagt zu dieser Charakterisierung. Man hat ja normalerweise in der Mechanik so diese Grundgleichung F gleich M mal A. Und das heißt im Prinzip Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Und was die SRT nun liefert sozusagen, ist dieser rechte Teil hier, nämlich wenn ich eine Kraft gegeben habe,
wie reagiert dann ein Körper mit einer bestimmten Masse auf diese Kraft? Und diese Gleichung hier ist tatsächlich sogar, wenn man ein bisschen die Bedeutung von F und A, oder wenn man F und A ein bisschen umdefiniert, ist es sogar in der Form noch gültig in der SRT. Nur die Symbole bedeuten ein bisschen was anderes dann. Okay, und einige hatten ja, soweit ich das verstanden habe, noch wenig von der SRT zuvor gehört. Woran liegt das? Die SRT ist eine Theorie, die bei Alltagsbewegungen eigentlich komplett zu vernachlässigen ist. Man kann bei Alltagsbewegungen alles wunderbar mit der Newtonschen Mechanik weiter beschreiben. Und wirklich wichtig werden die Effekte, die durch die spezielle Relativitätstheorie dazukommen, erst bei extrem hohen Geschwindigkeitsskalen. Und das bedeutet jetzt, Geschwindigkeitsskala bedeutet in dem Fall Relativgeschwindigkeiten zwischen Systemen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf der Erde bin und einen Raumschiff beschreiben will, das irgendwie mit fast Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall reist, dann brauche ich die SRT. Und der Wert für die Lichtgeschwindigkeit, das wird auch mit C abgekürzt, die Lichtgeschwindigkeit, der ist circa, also rund 299.792.458 Meter pro Sekunde, also ziemlich schnell. Nein, exakt. Ja. So wurde der Meter definiert. Ah! Umso besser. Genau. Okay, also das heißt, um Erscheinungen der Relativitätstheorie zu sehen, das heißt, um Unterschiede zur Newtonschen Mechanik tatsächlich zu messen, könnte man zum Beispiel ein Raumschiff auf zum Beispiel 90% dieser Geschwindigkeit bringen und dann würde man klare Abweichungen sehen in der Bewegung. Und da passieren dann ganz komische Dinge. Das werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer, da werde ich noch genauer drauf eingehen. Okay, und jetzt das Wichtige, was besagt die SRT oder was zunächst mal, wovon, von welchen Annahmen geht sie aus und was macht sie anders als die in der klassischen Newtonschen Sichtweise auf die Mechanik? Das heißt, Hauptunterschiede. Leider zunächst mal zu nennen, das wichtigste Grundpostulat, was die spezielle Relativitätstheorie voraussetzt, ist die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Okay, was heißt das? Also zunächst mal, die spezielle Relativitätstheorie nimmt das als gegeben, setzt das als gegeben voraus. Das ist aber nicht einfach nur so eine Vermutung, die man so mal hatte oder so, sondern es ist tatsächlich experimentell nachgewiesen, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystemen die gleiche ist. Das ist, was Konstanz von Lichtgeschwindigkeit besagt. Dass egal wie schnell ich mich bewege oder egal in einem wie schnell bewegten Bezugssystem ich die Lichtgeschwindigkeit messe, ich bekomme immer den gleichen Wert raus. Ja? Aber das Medium beeinflusst den Wert auch. Ja. Okay, ich sollte. Aus Zeitgründen habe ich das jetzt nicht gesagt, aber von, sagen wir, C0 für Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Das heißt, es geht um die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Genau, und also was das bedeutet, man macht sich das eigentlich am Anfang, wenn man es so hört zum ersten Mal, vielleicht jetzt gar nicht so klar, aber es ist eigentlich eine unerhörte Aussage, wenn man jetzt nach dem gesunden Menschenverstand, sage ich mal, oder nach der Erfahrung, die man so aus dem Alltag besitzt, urteilt. Weil was das bedeutet, ist, dass im Prinzip, wenn jetzt ein Auto auf der Straße fährt und den Scheinwerfer anhat, der Lichtstrahl, den es aussendet, dass dieser Lichtstrahl, wenn er vom Fahrer im Auto gemessen wird, das heißt, der Fahrer im Auto, der misst die gleiche Geschwindigkeit von diesem Lichtstrahl, der von den Lampen des Autos sich entfernt,
wie ein Fußgänger, der einfach auf der Straße steht, neben dem Auto, neben dem fahrenden Auto. Und das hört sich jetzt im ersten Moment widersprüchlich an, weil man würde ja eigentlich erwarten, dass das Licht, dass die Geschwindigkeit, die mit der die Geschwindigkeit des Lichtstrahls gemessen von dem Passanten an der Straße eben die gleiche Geschwindigkeit hat, wie die der Autofahrer misst, nur plus die Relativgeschwindigkeit von dem Auto noch dazu. Aber die beiden Beobachter messen den gleichen Wert. Und tatsächlich, im Experiment stellt sich auch raus, man misst den gleichen Wert. Und warum das Ganze nicht widersprüchlich ist, oder warum, oder unter welchen Umständen das widersprüchlich ist, das ist, wenn man die klassische Mechanik voraussetzt. Das heißt, das klassische Verständnis von Raum und Zeit, und vor allem das klassische Verständnis, in dem Raum und Zeit zwei absolut definierbare, immer gleiche, starre Konzepte bilden. Und vor allem setzt man dann voraus, aufgrund dieser Vorstellung von Raum und Zeit, dass man Geschwindigkeiten einfach linear addieren könnte. Und tatsächlich in der SRT stellt sich heraus, Geschwindigkeiten verhalten sich eben nicht so. Vielleicht bei kleinen Alltagsbewegungen fällt es nicht so auf. Aber Geschwindigkeiten verhalten sich streng genommen nicht so, dass man sie einfach addieren kann. Das heißt, dass wenn sich in einem Bezugssystem irgendein Objekt bewegt und dieses Bezugssystem selber bewegt sich auch nochmal, dann ist das dann das Objekt von außerhalb von dem Bezugssystem betrachtet, die Geschwindigkeit der Summe aus diesen beiden Einzelbewegungen hat. Das gilt eben gerade nicht mehr streng genommen. Und das ist jetzt auch kein Quatsch, den ich jetzt hier erfinde, sondern das kann jeder nachprüfen, indem er im Internet recherchiert. Und also was ich meine ist, es gibt dazu Messungen und es gibt nachvollziehbare Messungen und die sind für jeden öffentlich und nachvollziehbar. Nur dass das gesagt wurde. Vielleicht um das ein bisschen zu erleichtern, warum das Sinn ergeben könnte oder warum es überhaupt möglich sein könnte, dass Geschwindigkeiten nicht unbedingt linear addierbar sind, gibt es natürlich das Beispiel von zahlreichen anderen Größen in der Physik, Messgrößen, die auch nicht linear addierbar sind. Ein Beispiel, wenn es auch ein bisschen ein Vergleich von Äpfeln und Birnen ist, aber grundsätzlich die Möglichkeit verdeutlicht, dass es solche Größen gibt, ist die physikalische Größe der Temperatur. Also wenn wir Temperaturen betrachten, wenn wir zum Beispiel zwei Systeme haben, zum Beispiel zwei Blöcke mit irgendeiner Temperatur, die jetzt in dem Fall gleich ist, und wir bringen diese Blöcke zusammen, dann hat der gesamte Block nicht die Summe der beiden Temperaturen, sondern auch einfach nur die gleiche Temperatur, die die einzelnen haben. In dem Fall haben wir auch eine Situation, in der sich eine Größe durch Addition von Systemen sozusagen nicht mit dem System mit additiv addiert oder addieren lässt. Im Fall der relativistischen Geschwindigkeiten ist es natürlich nicht so, dass das jetzt nach diesem Prinzip funktioniert, aber es ist genauso, was dabei halt genauso läuft, ist, dass man die Geschwindigkeiten nicht additiv, also nicht linear addieren kann. Okay, also aber wenn wir jetzt die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit einfach mal als gegeben voraussetzen, weil ich kann leider aus Zeitgründen jetzt nicht auf die ganzen Experimente und so in einem Einzelnen eingehen, deswegen stellen wir uns jetzt einfach mal auf die Theoretikerperspektive und sagen, es ist ein Grundpostulat der Theorie. Okay. Dann, wenn man das jetzt als gegeben betrachtet, wenn man das verdaut hat, dass das jetzt so sein könnte, dann ist es so, dass wie Einstein gezeigt hat, durch relativ einfache Überlegungen eigentlich, dass wir nicht mehr länger das klassische Verständnis von Raum und Zeit voraussetzen können. Das heißt, wir können nicht gleichzeitig die Konstanz von C fordern und weiterhin
das klassische von, also das von Newton vorausgesetzte euklidische Raumkonzept und das Konzept eines für alle immer gleich schnell ablaufenden Zeitparameters voraussetzt. Sondern was wir stattdessen bekommen und was wir stattdessen, wenn wir das hier voraussetzen, akzeptieren müssen, ist, dass Raum und Zeit innerhalb eines vierdimensionalen Gebildes vereinigt sind. Und dieses Gebilde heißt Raum und Zeit in der SRT. Das heißt, Raumzeit ist sowas wie ein vierdimensionaler Raum, in dem eine Koordinate quasi die Zeit ist und die drei anderen Koordinaten sind der klassische Raum. Dementsprechend habe ich auch, wenn ich Koordinaten angeben will, nicht nur x, y und z anzugeben, sondern auch t, das heißt die Zeit als zusätzliche Koordinate. Und damit t, also in der Form kann das natürlich jetzt nicht stimmen, so wie ich schreibe, das heißt, hier muss noch ein c dazu. Und dieses c, das wird sich vielleicht noch ein bisschen im Vortrag weiter erklären, warum das dort steht, aber es ist im Grunde, ist das, was noch braucht, damit hier die richtige Einheit, nämlich Länge, rauskommt. Das heißt, ich habe die Zeit und ich habe c als einen Faktor der Zeit, die Einheit der Zeit in Längeneinheiten umrechnen. Und dann sage ich, das hier ist die vierte Koordinate meines Raumes sozusagen. Okay, aber was jetzt ein bisschen wichtig ist noch zu betonen, ist, worin liegt es eigentlich auch hier noch der Unterschied zwischen der Unterschied zu dem Konzept von Newton quasi. Das Konzept von Newton erlaubt im Prinzip auch, dass man einfach sagt, okay, ich gebe Koordinaten einfach in dieser Weise an. Was ist jetzt daran besonders? Und das Besondere, was in der SRT hinzukommt, ist, dass man diese Raumzeit nicht mehr in einer Weise, auf die sich alle Beobachter einigen können, also nicht mehr eindeutig wieder in Raum- und Zeitdimensionen auftrennen kann. Das heißt, im Prinzip, ich habe einfach nur zunächst mal ursprünglich ein Gebilde mit vier Richtungen und welches dieser Richtungen nun als Zeit in Erscheinung tritt und welche drei anderen als Raum in Erscheinung treten, das hängt tatsächlich von dem Bewegungszustand des Beobachters ab. Das heißt, wie der Beobachter sich selber durch diese Raumzeit bewegt. Das ist jetzt wieder so ein Konzept, was sich erstmal komisch anhört und was schwer zu verdauen ist. Und zwar deshalb, weil es die absolute Bedeutung von Raum und Zeit in Frage stellt. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr einen Raum, der für alle Beobachter der Raum ist und eine Zeit, die für alle Beobachter die Zeit ist, sondern Raum und Zeit werden unterschiedlich erfahren. Manche Beobachter erfahren andere Richtungen als Raum und manche andere als Zeit. Okay. Dann kommt um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, für die sich schon ein bisschen mit der SRT befasst haben, für die wird es ein Begriff sein, dass sich auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine räumliche Länge von einem Objekt messe oder ich messe irgendeinen Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen, dann messen hier auch verschieden schnell bewegte Beobachter unterschiedliche Werte. Und das ist bekannt unter dem Namen Zeitdilatation und Längenkontraktion. Und da gibt es diesen Spruch, der das so auf eine Zeile reduziert, diese Aussage, nämlich bewegte Uhren gehen langsamer. Das heißt, wenn ich, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir wieder einen Raum
Raumschiff anschaue, was jetzt irgendwie von der Erde sich aus mit Lichtgeschwindigkeit, mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, und ich schaue mir eine Uhr in diesem Raumschiff an und schaue an, wie schnell die Zeit auf dieser Uhr vergeht, dann werde ich feststellen, dass diese Uhr langsamer tickt als die Uhr, die ich zu Hause habe. Und was ich auch feststelle, wegen der Längenkontraktion, dass das Raumschiff in Bewegungsrichtung ein bisschen verkürzt ist. Das heißt, wenn das hier jetzt mein Raumschiff ist im ursprünglichen Zustand, dann sieht das in etwa so aus. Von der Perspektive eines Beobachters, der mit sehr hoher Geschwindigkeit relativ zu diesem Raumschiff sich bewegt. Okay, das hier zu dem Punkt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den sicherlich, von dem sicherlich alle schon mal gehört haben, obwohl sie nicht genau vielleicht wissen, dass sie es. Dass das dieser dritte Punkt ist und dass es in diesem Kontext auftritt und was es bedeutet. Und das ist die Gleichung E gleich mc². Und was diese Gleichung angibt, ist, dass Energie und Masse, das heißt einfach die beiden Größen, die wir aus der Physik kennen, als Energie und als Masse, dass sie äquivalent zueinander sind. Das heißt, dass es im Grunde zwei Vokabeln für ein und dasselbe sind. Und das muss man sich so vorstellen, dass ein Körper eine bestimmte Ruheenergie hat. Das ist die Masse, die man dann auf der Waage feststellt. Wenn der Körper sich relativ zu dieser Waage, also relativ zu dieser Waage ruht, und wenn der Körper sich relativ zu dieser Waage bewegt, erstens kann man ihn dann schlecht wiegen, und zweitens tritt dann noch die, also addiert sich zu der Energie, zu der Gesamtenergie des Körpers, neben der Ruheenergie auch noch die Bewegungsenergie. Das kennen sicherlich die meisten, das Konzept Bewegungsenergie. Ich habe mehr Energie, wenn ich mich bewege. Und dieses, was uns Einstein jetzt sagt, ist, dass dieses Plus an Bewegungsenergie einfach nur eine erhöhte Masse darstellt. Das heißt, der Körper ist, wenn er sich bewegt, schwerer. Und das heißt, im Prinzip, wenn ich jetzt einen sich sehr schnell bewegenden Körper in irgendeiner Art und Weise messen könnte, wiegen könnte, meine ich, dann würde ich feststellen, dass dieser Körper auf einmal mehr Gewicht hat, wenn er bewegt ist. Okay, aber diesen Punkt hier, den dritten, will ich eigentlich ein bisschen aus dem Vortrag ausklammern und jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags auf diese Punkte hier eingehen, um so ein bisschen, also ich hoffe, ich habe jetzt die Leute, die sich noch gar nicht damit befasst haben, nicht total verwirrt, aber ich würde jetzt gerne zumindest ein bisschen erklären, wie man eigentlich von hier im Prinzip nach hier kommt und was sich auf einer, sagen wir mal, auf einer tieferen Ebene eigentlich, was hier dahinter steckt, was sich da abspielt. Und im Prinzip habe ich vor, die Überlegungen von Einstein ein bisschen, natürlich nicht in der mathematischen Form, sondern ein bisschen einfach in Bildersprache und ein bisschen anschaulicher und stark vereinfacht darzustellen, weil diese Überlegungen eigentlich relativ simpel sind. Und ich brauche für diese Überlegungen im Prinzip nur eine Gleichung. Das heißt, eine einzige Gleichung, ich glaube, das wird niemand hier umbringen. Okay, also wir fangen an mit diesem Punkt hier. Und wir wollen hier hinkommen. Was wir uns zunächst überlegen ist Folgendes, nämlich was Konstanz von Lichtgeschwindigkeit eigentlich bedeutet, ist, dass für jeden Beobachter, das heißt, oder sagen wir andersrum, in jedem Bezugssystem, egal wie schnell es relativ zu mir bewegt ist, hat das Licht folgende Geschwindigkeit, nämlich, ich schreibe das jetzt als Delta X durch Delta T, gleich C. Das heißt, das hier gilt in allen Bezugssystemen.
Und Bezugssysteme muss ich jetzt auch nochmal eigentlich genauer unterscheiden, würde ich jetzt da ein bisschen strenger rangehen, nämlich diese Bezugssysteme, bei denen handelt es sich um Systeme, die frei von externen Beschleunigungen sind. Das ist, was man als Inertialsysteme versteht, gemeinhin. Das heißt einfach Systeme, die keiner äußeren Kraft unterliegen und sich deshalb nicht beschleunigt bewegen, sondern die einfach zum Beispiel zu dem Beobachter, zu uns, irgendwie mit konstanter Geschwindigkeit sich gleichförmig relativ zu uns bewegen. Okay, also wir halten fest, dass jeder Beobachter das hier misst, für Licht. Für Licht finden wir immer, dass Delta X durch Delta T gerade dieser konstante Wert C ist, diese Größe hier. Okay, was man dann auch noch daraus folgern kann, wenn man das jetzt ein bisschen umschreibt, diese Gleichung, und zwar folgendermaßen: Zunächst mal kann ich die Gleichung quadrieren und sie ist dann immer noch gültig. Warum ich das mache, sage ich gleich. Dann kann ich mit Delta T multiplizieren. Ist immer noch gültig in der Form. Und dann kann ich das Ganze voneinander abziehen. Das heißt, ich bekomme sowas hier. Okay, soweit hoffe ich, dass alles klar ist. Und das hier gilt für Licht. Und was Einstein jetzt gezeigt hat, ist, wenn das hier für Licht gilt, dann muss für die Bewegung von allen anderen, also von Materie zum Beispiel, das hier zwar nicht Null sein, aber zumindest konstant. Für alle, zwischen allen Bezugssystemen. Das heißt, jeder Beobachter misst für diese Zahl hier, die da rauskommt, bei dieser Differenz hier das Gleiche. Egal, wie schnell er sich relativ zu dem Objekt bewegt, das er misst. Okay, und jetzt sind wir fast an der Stelle, wo wir das hier ein bisschen besser verstehen können, was Einstein dann uns so sagt, was dann folgt aus dieser Annahme. Wenn wir jetzt noch den letzten Schritt machen und das hier bezeichnen als Delta Y-Quadrat. Das hier meine ich. Dann haben wir nämlich Delta X-Quadrat plus Delta Y-Quadrat ist eine Konstante. Und ich könnte jetzt suggestiv aus diesem Delta X-Quadrat und Delta Y-Quadrat könnte ich ein A-Quadrat und ein B-Quadrat machen und hier ein C-Quadrat. Ich darf ja die Konstante einfach irgendwie benennen. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie der Satz von Pythagoras. Okay, ich schreibe das wieder in Delta X und Delta Y um, temporär. Okay, und was hier im Grunde auf dieser Seite steht, das ist die euklidische Norm für einen zweidimensionalen Raum mit den Achsen X und Y. Zur Veranschaulichung, wenn ich so ein Diagramm hier male und mir darin Abstände angucke, oder Längen, beziehungsweise Längen, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Stab in dieses Diagramm einzeichne, irgendeinen Maßstab, und ich drehe diesen Maßstab in irgendeiner Weise relativ zu meinem Koordinatensystem, zum Beispiel so oder so, dann finde ich, dass diese Länge von diesem Stab, ich nenne sie L, aufgrund des Satzes des Pythagoras immer gleich die, also die quadrierte Länge L immer gleich Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat ist. Egal wie ich diesen Stab bewege. Das heißt im Grunde, das, was intuitiv klar ist, nämlich wenn ich diesen Stab im Raum drehe, dann bleibt seine Länge erhalten, aber die Projektion jeweils auf die Koordinatenachsen, die ist unterschiedlich. Das heißt,
in diesem Zustand hier wäre zum Beispiel das hier Delta Y und Delta X wäre hier 0, weil der keine Breite in X-Richtung einnimmt. In dieser Konfiguration hier wäre das hier Delta X und Delta Y wäre 0. Und diese Länge teilt sich im Grunde, je nachdem ich den Stab drehe, auf diese beiden Einzellängen auf. Oder besser gesagt, dieses Längenquadrat. Okay, was hat das Ganze jetzt mit Raum und Zeit zu tun? Nämlich, wenn wir uns diese Definition hier nochmal genauer anschauen, dann bedeutet das, dass wir die Zeit quasi als weitere Dimension, wie schon vorhin erwähnt, definiert haben, nämlich als das hier. Wir sagen, wir haben jetzt eine neue Koordinate y und das hier ist jetzt, soll jetzt die Zeitkoordinate sein, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit. Und wir finden jetzt aufgrund der Annahme, dass sich das Licht, dass die Geschwindigkeit des Lichts universell konstant ist, dass sich räumliche und zeitliche Längenquadrate so verhalten wie Längenquadrate innerhalb eines zweidimensionalen Raums. Also hier ist ja jetzt zweidimensional, dieses x steht natürlich stellvertretend für den dreidimensionalen Raum. Das heißt, wir haben, das ist einfach nur wegen der Darstellung, weil ich keine vierdimensionalen Diagramme zeichnen kann. Aber das hier ist quasi, steht für Raum. Das hier für Zeit. Also die einzelnen Längen in Raum und Zeit verhalten sich quasi so wie Breite und Höhe in so einem gewohnten euklidischen Raum, der höherdimensional ist. Also das heißt, um es nochmal zu betonen, die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit erfordert, dass sich Raum und Zeit zueinander so verhalten wie Länge und Breite. Wie Höhe und Breite, sage ich mal, in einem zweidimensionalen Raum. Und was soll jetzt dieses Statement hier bedeuten? Dieses Statement bedeutet, dass die Zeit im Grunde sich so verhält wie eine weitere Raumdimension, durch die wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Und warum sollte es eine Raumdimension geben, durch die wir immerzu mit Lichtgeschwindigkeit reisen? Denn letztendlich die Zeit verläuft ja konstant, ewig, und das heißt, wir müssten uns ja ewig mit Lichtgeschwindigkeit durch diese Richtung bewegen. Das Ganze löst sich so auf, dass man sagen kann, dass wir uns mit konstanter Geschwindigkeit, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit, und zwar andauernd durch die Raumzeit bewegen, und dass wir aus unserer eigenen Sicht, dass sich aus unserer eigenen Sicht die Bewegung nur in Zeitrichtung stattfindet. Das heißt, wenn wir jetzt uns irgendein Raumzeitdiagramm zeichnen und unsere Bewegung darin einzeichnen, dann ist sie zum Zeitpunkt 0 sind wir hier, also wir definieren uns dieses Bezugssystem gerade so, dass wir hier im Ursprung sitzen, und da wir uns in unserem eigenen Bezugssystem nicht räumlich bewegen, sondern wir ruhen einfach die ganze Zeit, kann diese Raumzeitbewegung nur entlang dieser Achse stattfinden. Und diese Raumzeitbewegung, diese konstante Raumzeitbewegung, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine vierdimensionale Form der Impulserhaltung. Das heißt, wir und alle anderen Objekte bewegen uns konstant, kontinuierlich mit der Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit, also durch diesen vierdimensionalen Raum. Und das, was wir dann als Zeit erleben, als individuelle Beobachter, ist jeweils die Richtung unserer Bewegungsrichtung durch die Raumzeit. Und natürlich kann sich ein anderes Objekt oder ein anderer Beobachter räumlich relativ zu uns durch den Raum bewegen. Und das müsste ich dann zum Beispiel als so eine Linie einzeichnen. Diese Linie, die hat eine gewisse Steigung, wenn das hier ct ist, Delta ct durch Delta x. Das heißt,
im Prinzip, das funktioniert hier ganz einfach. Unterschiedliche Geschwindigkeiten entsprechen unterschiedlichen Steigungen. Zum Beispiel das hier wäre die Bahnkurve sozusagen von einem Beobachter durch die Raumzeit bei einer höheren räumlichen Relativgeschwindigkeit zu uns. Hier wäre zum Beispiel dann dieses Steigungsdreieck ein bisschen steiler. Das heißt, Delta CT ist ein bisschen größer als Delta X, das heißt, ich bin ein bisschen langsamer. Okay. Und die Besonderheit ist jetzt, dass ein Beobachter, der diesen Pfad hier folgt, seine lokale Zeitrichtung in dieser Richtung hier erlebt und sein Koordinatensystem so rum einzeichnen würde. Okay, und das heißt im Prinzip, durch den Wechsel von Geschwindigkeit, das heißt durch die Änderung der Steigung in diesem Diagramm, verändert sich die Orientierung, die ein Objekt oder die Längen, die ein Objekt in Raum und Zeit in unserem Diagramm einnimmt. Genau. Und die Message von dieser Analogie hier, um hier nochmal darauf zurückzukommen. Die Message davon ist, dass diese ganzen merkwürdigen Effekte, die da auftreten, nämlich dass zeitliche Abstände und räumliche Abstände sich, je nachdem wie wir uns relativ zu dem Objekt, das diese Abstände besitzt, bewegen, sich verändern. Das liegt eigentlich daran, dass wir eben gewohnt sind, im Dreidimensionalen zu denken. Im Vierdimensionalen funktioniert das alles so, wie wir es gewohnt sind. Im Vierdimensionalen haben wir auch die Situation, dass Längen gemessen entlang der einzelnen Koordinatenrichtungen im Einzelnen nicht konstant sind, sondern sich die ganze Zeit verändern können. Aber das gesamte Ding ist konstant. Das heißt, wenn ich die Abstände entlang aller einzelnen Koordinatenrichtungen aufsummiere. Und im Prinzip ist es so, als würde die Verwunderung über diese speziellen Effekte der Relativitätstheorie ist so ein bisschen so, als würde sich ein zweidimensionales Wesen auf einer Fläche in unserem Raum hier darüber wundern, dass wenn ich irgendein Objekt aus dieser Fläche herausdrehe, dass ich dann auf einmal die Länge, die es in dieser Fläche einnimmt, verändert hat. Und das heißt, im Prinzip, eigentlich ist alles so, wie wir es kennen, nur halt in 4D statt in 3D. Bis auf eine Sache. Eine Sache ist nämlich unterschiedlich. Und zwar habe ich das ein bisschen unterschlagen, dass hier so ein Minuszeichen auftritt. Das heißt, es ist nicht die Summe, sondern die Differenz konstant von diesen beiden Abstandsquadraten. Und was das jetzt auf sich hat, ist folgendes. Wenn ich jetzt nochmal ein Diagramm zeichne, hier wieder Zeit, hier wieder Raum, und ich zeichne ein, wo dieses Ding, beziehungsweise hier dieses Ding, gerade 0 ist, dann ist es jetzt diese Bilddiagonale hier. Hier ist es auch 0 und hier, gerade auf der Diagonalen, weil hier ist gerade Delta CT genau gleich Delta X zum Quadrat. Zur Erinnerung, hier ist CT, hier ist X. Das ist einfach die Diagonale. Und wenn ich jetzt das Diagramm dreidimensional versuche anzudeuten, dass ich das dreidimensional zeichne, indem ich jetzt hier noch eine zweite Raumdimension einführe, hier x1 und hier x2, dann wird daraus so ein Kegel. Also in dem dreidimensionalen Diagramm ist habe ich hier so eine Fläche quasi von Punkten, wo dieser Ausdruck gerade 0 wird. Das heißt Punkte, wo sich gerade ein Objekt mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde. Und das
Besondere ist jetzt hier an diesen äußeren Regionen, außerhalb dieses Doppelkegels, ist der, die Differenz aus diesen beiden Größen und das hier zusammen, das ist was, das nennt sich Viererlänge. Und das hier ist größer 0. Kleiner 0. So. Das hier ist kleiner 0, weil das hier größer ist als das hier. Und was Positives minus was Größeres Positives ist kleiner 0. Und das heißt aber, dass dieses Delta S, dieser Viererabstand, und dieser Viererabstand ist eine physikalisch messbare Größe. Das ist gerade die Zeit, die auf einer bestimmten Uhr vergeht, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit reist. Und die wird jetzt auf einmal imaginär, weil das ist ja die Wurzel aus diesem Ausdruck und dieser Ausdruck ist kleiner 0. Und es darf nicht sein, dass eine physikalische Größe imaginär wird. Das heißt, diese Region hier, diese Region, in dieser Region wird zunächst mal diese Größe imaginär. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier irgendwelche Bahnkurven von Objekten einzeichne, dann ist dieser Bereich tabu. Diese Objekte dürfen sich nur auf Bahnkurven hier innerhalb dieses Kegels bewegen. Und das, was das was quasi Konsequenz davon ist, ist Kausalität. Und zwar deshalb, weil jetzt keine instantane Signalübertragung mehr möglich ist. Die würde nämlich so aussehen. Das heißt, hier bewegt sich irgendwas in keiner Zeit zu anderen Raum, zu anderen Positionen im Raum. Sondern Signale brauchen immer eine bestimmte Zeit und die Zeit, die sie brauchen, um zum Beispiel zu einem bestimmten Punkt zu kommen, kann ich hier immer ablesen an diesem Kegel. Das hier ist die Mindestzeit. Das Licht selber bewegt sich entlang dieser Linie immer, beziehungsweise hier, je nachdem, in welche Richtung es sich bewegt. Und alles, was langsamer ist als das Licht, muss sich hier drin bewegen. Und da hier außen dieser Ausdruck hier imaginär wird, darf sich nichts schneller bewegen als das Licht. Okay, und damit bin ich auch so ziemlich am Ende angekommen. Und es wurde jetzt doch, glaube ich, ein bisschen verwirrender, als ich eigentlich vorhatte. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend gewesen und, und ihr habt ein bisschen was zumindest davon mitgenommen. Oder ein bisschen eine bessere Idee, worum es jetzt geht. Und ja, das war's. Gibt's Fragen? Ich lasse euch auch ein bisschen Zeit noch zum Überlegen, falls ihr irgendwelche komplizierteren Fragen habt. Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe,